Eine Woche mal kein Mathe, keine Textbücher, kein Schulstress. Dafür Stadionluft, Spaß und neue Perspektiven. 5 Tage lang durften die Schülerinnen und Schüler der Optikusschule Bielefeld jetzt Klassenzimmer gegen Kabine tauschen und damit ganz besondere Erfahrungen machen. Alles im Rahmen der 3. Paralympischen Woche am Lernort Stadion in der Stadionschule Bielefeld. Das bundesweite Projekt Lernort Stadion, von der DFL-Stiftung als Hauptförderer unterstützt, setzt genau da an. Jugendliche und Schulklassen tauschen meist für 1 bis 5 Tage Schule gegen Stadion, wobei die Bildungsarbeit vor Ort inklusiv gestaltet ist. Das Sonderformat Paralympische Woche setzt hier einen besonderen Akzent. In diesem Jahr parallel in 11 Lernorten mit Sportarten wie Rollstuhl, Basketball oder Sitzvolleyball. In Bielefeld gab es für die Schülerinnen und Schüler mit Sehbehinderung unter anderem eine besondere Stadionführung durch die Schüko-Arena, ein exklusives Interview mit DSC-Profi Manuel Prietl und eine sportliche Einheit mit einer Partie Blindenfußball. Heutzutage kommt es ja auch zu Fouls und was auch immer. Und da wäre es mir sehr lieb, wenn sich mal die Fußballspieler auch mal Blindenfußball ausprobieren werden, also wenn die mal in der Bundesliga sind, damit die mal sehen, wie das so ist. Und ich denke, das wird denen vielleicht sogar Spaß machen. Auf dem Stundenplan stand aber noch mehr. Die Jungs und Mädels bekamen Einblicke in verschiedene Jobs, die in und am Stadion ausgeübt werden, also Orientierung in Sachen Berufswahl. Es gab Kreativworkshops und es wurde diskutiert über Themen wie Toleranz und Vielfalt, Antidiskriminierung oder Fairplay im Klassenzimmer. Das Ziel der Paralympischen Woche? Vorurteile abbauen, Inklusion leben und Verantwortung übernehmen. Für sich und für andere. Die 3. Paralympische Woche an der Bielefelder Stadionschule. Ein voller Erfolg. Wie ein Triple aus Meisterschaft, Pokal und Champions League-Sieg. Nur halt fürs Leben.